wir wollen anbeten und es gibt niemanden Besseres als die Mutter Gottes, die den Kindern und uns natürlich auch hilft, Jesus in der Heiligen Eucharistie anzubeten. Wir sind hier auf dem Adoratio-Kongress in Altötting. Man trifft hier spannende Menschen mit tollen Initiativen. Und ich habe Stefan Borneis von der Initiative Kinderrosenkranz getroffen. Und er wird uns erklären, was das eigentlich ist. Der Kinderrosenkranz ist gestartet worden in Connecticut, weil eine Pfarrei fast kein Geld mehr hatte. Und in ihrer Not haben sie Kinder zusammen gruppiert und haben den Rosenkranz gebetet. Und dann ist das erste Wunder vom Kinderrosenkranz passiert, dass eben eine so große Kollekte wie sonst nur Weihnachten und Ostern zusammengekommen ist. Und inzwischen gibt es den Kinderrosenkranz in 40 Ländern. Er ist gerade in Deutschland gestartet. Es gibt hier einen neuen Flyer zu dem Kinderrosenkranz, eine Webseite kinderrosenkranz.com oder childrensrosary.org. Es gibt ein Gebetsheftchen dazu. Und ja, in Heroldsbach an der Gebetsstätte gibt es inzwischen typischerweise 20 Kinder, die beten. In Hamburg gibt es 2 Gruppen mit 30 Kindern. In Berlin gibt es 3 Gruppen. Und ja, der Rosenkranz ist ganz wichtig. Wir sind hier bei Adoratio in Altötting. Wir wollen anbeten und es gibt niemanden Besseres als die Mutter Gottes, die den Kindern und uns natürlich auch hilft, Jesus in der Heiligen Eucharistie anzubeten, wo er wirklich da ist. Wenn man eine Gruppe aufmachen möchte, geht man am besten erstmal zu seinem Pfarrer und fragt, ob man das machen darf. Und der Kinderrosenkranz findet immer in einer Kirche statt oder eben in einer Schule. Und dann ist es gut, wenn man Flyer, Einladungen verteilt, wenn man das in das Fahrblatt schreibt und Werbung dafür macht. Und dann beim ersten Treffen, wenn sich Kinder zusammengefunden haben, weiht man den Kinderrosenkranz, die Gebetsgruppe, dem unbefleckten Herzen Mariens und dem heiligsten Herzen Jesu. Und damit ist die Gruppe dann automatisch von der Mutter Gottes und von Jesus beschützt. Und die Kinder, das ist auch sehr schön, beten immer für alle Kinderrosenkränze weltweit.